Hallo und guten Tag, Ralf, Faschenverjagt aus Wilhelmshöhe. Die Drückjagdsaison steht vor der Türe und ab und an erreichen mich Einladungen mit der Aufgabe, dass ich das Rahmenprogramm um Gun Talk bereichern darf. Das heißt also, ich werde zu einer Jagdgesellschaft gebeten, präsentiere dort das, was unter meinem Motto Second Hand, but First Class angebotsmäßig zur Verfügung steht. Und diesmal haben wir eine ganz ordentliche Reihe an hochfeinen, handgefertigten Unikaten zusammengestellt, die, so hoffe ich doch sehr, das Herz der Schützen etwas höher schlagen lässt. Ich fange an von links nach rechts. Im Kaliber 20 ein Pärchen Luciano Bosis, Modell Queen. Kaliber 20 ist, wie gesagt, immer eine besondere Sünde wert. Ein Abzug, Seitenschlosse, Ejektoren. Besser kann es nicht gehen. Das zweite Pärchen, das ich anbiete, A.A. Brown, einer der ganz großen Namen aus Birmingham, eine Firma, die für Purdy sehr, sehr viel Lohnarbeiten ausgeführt hat. Hier handelt es sich um eine Hommage an Churchill mit 25 Inch-Läufen, sprich 63 Zentimetern, innen- und außenballistisch, jeder langen Lauflänge ebenbürtig, superschnelle kleine Gewehre für getriebenes Wild. Dann ein Gespann, auch etwas ganz, ganz Seltenes. Cosmi am Rande des möglichen Machbaren im Kaliber 410 und 28 nur als Zweierset zu haben. Wir machen weiter. Relativ recent, wie die Engländer sagen würden, eine Holland Royal mit Einabzug, selbstverständlich, wie es das für eine Royal gehört, mit Self-Opener. Gefolgt von einer weiteren Holland Royal aus 1957, der Phase, in der in London ziemlich viel Dope geraucht wurde, aber auch ziemlich gute Flinten gebaut worden sind. Es geht weiter, etwas älter, absolute Primetime. Zwei Laufbündel, Kaliber 12,65, Holland Royal. Dann die nächste im Bunde, Piotti, diesmal Italien. Wunderbare Flinten, wie ich finde. Eine im Kaliber 12, eine im Kaliber 20. Die King links im Kaliber 12 mit klassischem Doppelabzug in einer fantastischen Balance. Die kleinere Prinzess, die daneben steht, mit Einabzug, Bibervorderschwanz. Einfach ein wunderschönes, kleines, führiges Gewehr. Dann geht es weiter. Für die Sportschützen müssen wir auch ein bisschen was im Angebot haben. Limitiert, davon sind nur zwei gebaut worden. SO5 Black. Leider wird die SO5 zum Jahresende eingestellt. Diese Waffe stammt ebenso wie die Nachbarin aus dem Beretta-Museum und dort sind sie immer einige Jahre ausgestellt worden. Die Gravur ist einfach fantastisch. SO5 Sporting, die wird natürlich dann noch entsprechend der individuellen Schaftwünsche und Schaftmaßen der Herren, die dieses Gewehr erwerben, angepasst. Und sie bekommt selbstverständlich auch noch Multichokes. Kaliber 20, Beretta. Das Gewehr ist fast so alt wie ich, aber wie ich schon oft gesagt habe, sie sieht fantastisch aus, eigentlich besser als ich. Kaliber 20-70, eine AS-EE-LL. Dann wieder etwas, und hier steckt mein Herz immer eine Runde höher, original in perfektem Zustand, eine D3 B25 74 gebaut, dreiteiliger Vorderschaft in einem Mint-Zustand. Das ist eigentlich eine Flinte, die in ein Museum gehört. Und auch hier kann man die Schaftmaße noch individuell anpassen. Aber das ist etwas ganz, ganz Besonderes, Feines. Dann geht es nochmal weiter mit Selbstladeflinten, mit Cosmi. Das sind Gewehre, die sich immer wieder großer Beliebtheit erfreuen. Hier habe ich das große Vergnügen, eine Leggera, das heißt also mit Titankasten anbieten zu können. Sehr schickes Holz, in der Werkstatt aufgearbeitet. 15. Chokes, also hiermit kann auch Stahl geschossen werden. Wer das unbedingt tun möchte, auf Enten empfehle ich allerdings dringend Bismut und Tungsten zu nehmen. Und eine weitere, die noch ein klein bisschen überarbeitet werden müsste, weil sie die ein oder anderen Storage Marks hat, aber dafür ist sie im Preis hochinteressant. Ebenfalls eine Cosmi und die Flinten sind natürlich sensationell, was die Verarbeitungsqualität angeht. Wie gesagt, die hat ein paar kleine Blessuren im Holz, aber das wird auf jeden Fall für Übereignung an den neuen Besitzer noch in Ordnung gebracht. So viel zur Schrotbatterie. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, was da steht. Wir machen weiter mit Kugel.
und haben hier eine handgeschäftete Sauer, eine Sauer 90 mit einem sehr schicken Leica-Glas, das Kaliber 9,3 x 62. Wir machen weiter im gleichen Kaliber, weil das einfach eine Patrone ist, die ich sehr, sehr mag. Sie ist hochpräzise, hat genügend Knockdown-Power, um auch starkes Schwarzwild und natürlich auch Rotwild der größeren Sorte sicher auf die Decke zu bannen. Hersteller ist hier die Firma Steyr. Sehr schick gemacht. Double Square Bridge, Standardsystem, auch ganz hübsches Holz, nette Backe. Also Büchsenherz, was willst du mehr? Dann kommen wir zu etwas Besonderem. Eine Mauser 98, 8x57 IS, Standardkaliber. Damit ist Mauser berühmt geworden. Natürlich, wie man auch hier sieht, Zivilsystem, Double Square Bridge, ein limitiertes Modell, sehr, sehr schön und aufwendig von Hand graviert, auch hübsch mit dem metallenen Pistolengriffkäppchen und natürlich den eingelassenen Riemenbügel. Das ist ein Gewehr, das sollte eigentlich in jedem vernünftigen deutschen Jägerhaushalt. Jetzt geht's in die Rubrik Arbeitsrepetierer. Herbert Schiefer, einer der Büchsenmacher, die ich sehr schätze, arbeitet fantastische Working Guns, die auch bezahlbar sind. Hier haben wir noch unser Werkstattglas montiert, mit dem wir die Schussleistung prüfen. Kaliber 270. Und weiter geht's für die etwas britisch angehauchten unter uns. Eine klassische Rigby-Repetierbüchse, komplett überarbeitet mit super Schussleistung. 275 heißt das Kaliber. Es ist aber nichts anderes als eine 7x57. Das Schöne ist, wir haben hier hinten noch ein Peepsight-Diopter, also für die Nostalgiker unter uns, damit kann man auch jagen. Wer mit der Zeit geht, nutzt das Zielfernrohr Z6i 1,7 bis 10x42. Wunderbares Gewehr, leicht, führig und ein tolles Kaliber. So, jetzt wird es wieder ein bisschen exklusiver. Theo Jung, eine der Büchsen, die zu seinen Lebzeiten gefertigt worden sind, mit tief gestochenem Akanthuslaub, sehr, sehr schön gemacht, wie man unschwer erkennen kann an der Trennung als Takedown. Wie immer bei Theo, spektakuläres Holz, wunderbare Ausführung, 308, Mauser Zivilkurzsystem, V8 Montage, großes Zeiss Victory, auch hier mehr geht nicht. Der Abzug ist sensationell und die Schussleistung brillant. Jetzt für die Nostalgiker wieder ein Gewehr, das mir auch am Herzen liegt. Arturo von Heeren, Graf Arturo Heeren, hat dieses kleine System entwickelt und diese Waffe ist von Max Heim gebaut worden. Max Heim ist einer der direkten Nachkommen von Wilhelm Heim, der ja nun uns deutschen Jägern mit der Produktion hinreichend bekannt ist. Kaliber 5,6 x 50 R, super nettes kleines System, Achtkantlauf mit Viertelschiene, kleiner Sicherung auf der Seite, deshalb ließ sie sich nicht entspannen. Super flach montiert, ganz schöne leichte Rehwildbüchse für knapp unter 5000 Euro wäre ich bereit, dieses Schmuckstück herzugeben. So, jetzt geht's weiter für die etwas größeren Tiere. Herbert Streitmeier aus St. Paul, für mich ganz klar nach Wilfried Glanznick oder mit Wilfried Glanznick die besten Ausfährler. Das, was diese Herren beide über 80 gebaut haben in ihrem Leben, ist schlicht und ergreifend sensationell. Wir haben hier eine 375 Doppelbüchse, die einfach in allen Details fantastisch gearbeitet ist. Hier ist Handwerksehre in Reinkultur umgesetzt worden. So, das kleine Donnerbüchschen stellen wir wieder zurück und greifen zur nächsten. Der Name Heim fiel eben schon. Hier ist er wieder. Achten. Büchse hat einen abschaltbaren Ejektor, ein Feature, das man sicherlich auf der Jagd ganz gut gebrauchen kann. Es handelt sich um eine 9,3 x 74 R, eine Patrone, die ganz klar zu den Top 3 für die Drückjagdwahl zählt. Ein Gewehr, das ich selber schießen werde am Wochenende. Also nicht nur stelle ich Gewehre aus, sondern ich werde auch noch ein bisschen mit. Und ich hoffe, dass ich hiermit Weidmanns Heil habe. Die Schussleistung ist exzellent. So, es geht weiter und wir bleiben nochmal in Deutschland. Aus der Firma und der Produktion von Jens Ziegenhahn, diese sehr, sehr schicke, fast
Dixon-mäßig anmutende Roundbody Boxlock Ejector in 3,75 ist ein wunderschönes Gewehr. Im Moment noch mit einem Linksschaft, einen Rechtsschaft wird es dafür auch noch geben, für den Fall, dass wir einen Rechtsschützen brauchen. Das hatte ich heute mit Jens schon besprochen, würde er mit großer Freude dann individuell anpassen. Aber erstmal müssen wir jemanden finden, der dieses Zaubergewehr mit nach Hause nehmen möchte. So, jetzt werden die Tiere noch ein bisschen größer und das Kaliber auch. 450-400 von Hambusch gefertigt. Ein wunderbares Afrika-Kaliber. Auch hier sehr, sehr schick. Die Bunthärtung, Arabeskengravur, ganz leicht. Der Goldfaden zum Unterstreichen der eleganten Linie. Verlängerte Scheibe, selbstverständlich auch ein verlängerter Bügel. Der vordere Abzug als Gelenk. Hier ist alles so, wie man sich das bei einer Großwild-Safari-Büchse wünscht. Mit einem Gewicht von 5 Kilo lässt sich das Kaliber auch wirklich angenehm schießen. Und jetzt nochmal zu den Nostalgikern. Holland & Holland aus der 20. Jahrhundert, also wirklich Turn of the Age, ist dieses Gewehr gebaut. 303 British. Es ist nicht Nitro für Black Powder, sondern es ist tatsächlich Nitro beschossen, hat aber hier einfach noch diese Tapered Läufe, in denen nach dem Patronenlager der Lauf etwas dünner wurde. Das Schöne an diesem Gewehr ist, sie hat, wie deinerzeit üblich, 71 cm lange Läufe und ist ein Genuss, nicht nur zu halten, sondern auch zu schießen. 303 British, vergleichbar mit der 308 Winchester oder 8x57. Eine tolle Patrone und für Schwarzwild, Rotwild ideal auf der Drückjagd. Und wer kann, sollte so ein Gewehr auch über die offene Visierung führen. Jetzt geht's in die Berge. Ein exzellent gearbeiteter Bergstutzen. 7x65R und 222. Herz, was willst du mehr am Berg? Hiermit kann vom Hirsch bis zum Gamskitz alles geschossen werden. Selbst der große Hahn ist hiermit möglich. Boxlock-System, lange Seitenplatten, wunderbar gearbeitet, doppelter Greener, dreiteiliger Vorderschaft und das große Zeissglas. Ein wirklich schickes Gewehr, das unbedingt in den jagdlichen Einsatz gehen muss. Jetzt kommen wir zu einem Gewehr, das mich immer wieder anspricht und fasziniert. Die Formensprache ist sehr eigen. Man muss sich einmal die Moschelierung anschauen. Dann haben wir hier noch den Unterhebelverschluss, den sogenannten Rooks-Verschluss. Und es ist ein frühes Gewehr aus dem Hause Scheiring. Die Kaliberkombination ist hier 22 Magnum, 6,5x57R und 20x76. Ein super leichtes, führiges, super schönes Ansitzgewehr. Wir haben hier noch eine Mündungsverstellung einbauen lassen, so dass man, wenn die Laborierung erneuert werden muss, problemlos die Treffpunktlage garantieren kann. Was man hier noch tauschen könnte, wäre das Glas, aber auch mit dem ist sie super schick einzusetzen. Und last but not least, wieder ein absolutes Highlight, die Nummer 7, die Wilfried Glanznick gebaut hat. Ein Gewehr in Auslieferungszustand, ein Bock-Drilling, 3006, 22 Magnum und 2076. Seitenschloss, drei Ejektoren, besser geht's nicht. Das ist ein absoluter Traum und die Schussleistung bei dieser Waffe ist so phänomenal. Ich habe sie selber geschossen. Große und kleine Kugel auf 100 Meter berühren sich. Das muss man erstmal schaffen. Wilfried Glanznick hat sie aufgearbeitet, durchgesehen. Sie ist, wie gesagt, im Originalzustand mit Originalkoffer und das war's. Also wer hier jetzt noch kein Gewehr gefunden hat, der steht wahrscheinlich auf Plastik oder auf irgendwelche Tactical Arms. Das sind die Klassiker, für die ich stehe und die ich mit großer Freude präsentieren werde. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig. Sag vielen Dank. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken von dem vielen Gequatsche. Und auf bald mit Weidmannsheil, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.